Jetzt auf dem Chiemsee, endlich. Und rechts die Kampenwand. Hier rechts liegt Herrn Chiemsee mit dem Versailles-Nachbau von dem gespinnerten Bayern-Kini Ludwig II. Und davon ist die Haseninsel. Ich glaube, die heißt Haseninsel. Und dann kommt links die Insel Frauenchiemsee. Die sehen wir jetzt noch nicht, die sehen wir aber gleich. So, schauen wir mal, ob wir noch ein Dampfschiff sehen. So, und wir fahren jetzt erstmal eine kleine entspannte Pause machen. Ja. Emissionsfrei. Macht richtig Laune. Ich habe jetzt so 760 Watt dran. Ein bisschen langsamer geht, glaube ich, auch noch. So, so richtig. In Gleitfahrt kann man natürlich nicht, aber so da, als Boot dabei, im Campervan, der Motor in der Tasche, Rucksack in der Tasche, ideal. Keine Arbeit, man muss die geplagten Schultern nicht kaputt machen, wie ich das im Sommer jetzt beim Paddeln verursacht habe. So, auf- und abladen, also das Ganze hebt sich schön aus der Hüfte, aus dem Auto raus, das Boot aufgebaut, wie lange haben wir gebraucht? Eine Viertelstunde. Aufgebaut in einer Viertelstunde beim Erstaufbau, der braucht immer ein bisschen länger, weil man sich erstmal mit der Technik auseinandersetzen muss. 3,20 Meter Schlauchboot von Bootspunkt mit Aluboden, demnächst auch bei ausgewildert, liegt so um die 800 Euro. Der Motor bei 2,2, ja, kann man sagen, für 3000 Euro komplett, die Schwimmwesten waren nicht dabei, aber komplett mit Paddel oder mit Rudern in dem Fall, Motor, Akku. Ja, kommt man schon mal überall hin. Und man kommt an die Stellen, das zeigen wir euch gleich, jetzt auf die Haseninsel, da fährt kein Touristenschiff hin, da fahren wir hin. Und daneben ist dann eine flache Kiesbank zum Baden und Pause machen. Ja, bis dann. Ich werde nicht sagen, dass der Chiemsee ein billiges Tourismusrevier ist. Wir haben jetzt hier ein paar Elektroboote gesehen. Ich schätze mal die Stunde 60 bis 100 Euro oder sowas. So. Kloster Frauenchiemsee, eines der ältesten Klöster in Bayern. Die erste Äbtissin war die Schwester von Karl dem Großen. Hier rüben ist Gstaad. Ja. Richtig schön. Die Wasserqualität ist allerprickelndst. Wenn ich mal so anschaue, bei uns auf der Thüringer Bleilochtalsperre, wo alle nach ihren stinkenden Motorbooten schreien. Am Chiemsee ist eigentlich schon immer Motorbootverbot, dürfen nur elektrische Boote fahren. Man merkt es an den Ohren. Segler und Elektroboote, alles andere ist verboten. Verbrenner, wenn sie in Yachten eingebaut sind, nur für Überführungsfahrten und es muss beim Landratsamt angemeldet werden. Wir fahren jetzt mal um die Fraueninsel rum. Einfach allerliebst. Das Wassertaxi auch rauchfrei. Ach, der schleppt wen ab. Ja, die Leine vom Havaristen zum Schleppenden. Frauenchiemsee. Elektrisch-Stritsch, 300 Watt angespannt, hinter uns die Haseninsel, da sind die Fahrgastschiffsanleger, Frau Siese und Herr Gizmo, Panorama. Was, die lässt sich von ihm paddeln? Ja. Und er lässt die da auch von mir fahren? Schaut ein wenig aus wie der Franze. Alpenpanorama. Maschine läuft rückwärts, dreimal kurz. Da vorne ist jetzt gleich Wind, da fahren wir jetzt rüber zur Haseninsel. Haseninsel, Gizmo, da legen wir an. Thank you.
Mittig! Wind! Ja, mittig friert. Und jetzt, wo wird jetzt hin? Ja, Alpenpanoramisch. Abkommen lassen wir sie dich. Da kommt was. Wir haben auch noch so um die 300 Kilometer zu fahren heute, womit wir uns vom Chiemsee so langsam verabschieden. Wir fahren jetzt zurück, haben wir den Akku gewechselt. Unglaublich tolles Revier. Das Schlauchboot ist auch was, was Yvonne gefallen hat, glaube ich, oder? Mit deiner Meinung im Verhältnis zum Wasserkämpfer-Festrumpfboot oder so? Was? Ja, ne? Okay. So, wir verlassen den See. Gizmo hat gepennt. Hat er pennt? Ja. Da vorne nochmal Herrn Chiemsee und ab